In diesem Video geht es um Webinar Ninja. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn du noch nicht auf meinem Kanal warst, ich bin Gwendolin und in diesem Video möchte ich gerne über Webinar Ninja mit dir sprechen. Wir haben noch überhaupt nicht über Webinar-Software für zum Beispiel Marketingzwecke gesprochen und Webinar Ninja ist ein gutes Beispiel dafür, was eine Software können muss, mit der du Marketing-Webinare halten möchtest. Und bevor wir jetzt beginnen, noch kurz vorweg, denk dran, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Einfach auf Subscribe klicken. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Jetzt steigen wir aber ein, Webinar Ninja. Ich zeige euch, wie das Ganze aussieht und was ihr damit anstellen könnt. So, wir rufen jetzt Webinar Ninja auf. Du siehst, das Ganze ist komplett webbasiert und ich gehe einfach mal auf die Seite von Webinar Ninja. Okay, du siehst schon, hier ist das Login. Ich werde mich gleich einloggen. Die gesamte Seite ist auf Englisch, die ganze Software ist auf Englisch, sollte dich aber nicht davon abhalten, dir Webinar Ninja einmal genauer anzuschauen. Gut, ich logge mich jetzt ein. Gucken wir mal, da geht auch schon los. Ich habe nämlich schon einen Account angelegt. Du kannst allerdings das Start Free Trial drücken und kannst dann einfach Webinar Ninja kostenfrei ausprobieren. Wie du siehst, wenn man sich eingeloggt hat, kommt man direkt auf sein Dashboard. Also hier bin ich direkt im Geschehen und ich möchte dir auch einfach mal kurz zeigen, was du hier alles siehst. Gleich zu Anfang siehst du schon Create a Webinar und hier auch nochmal ganz prominent Create a New Webinar. Also es ist nicht schwierig, ein neues Webinar anzulegen. Das wird einem direkt sozusagen als allererstes angepriesen. Dann siehst du hier natürlich weiterhin, wie viele Webinare du schon irgendwie geplant hast oder auch schon durchgeführt hast. Hier siehst du, wie viele Menschen sich registriert haben. Steht jetzt überall 0, weil ich habe das hier noch nicht weiter benutzt. Dann siehst du eben das nächste Webinar, was als nächstes kommt und dein letztes Webinar, die Statistik dazu. Dann hast du hier direkt über den Support noch einmal ein paar Tutorials, die eben bestimmte Themen, die immer wieder nachgefragt werden, schon hier bearbeiten. Und hier unten ist nochmal so ein quasi Live-Ticker, der dir ein paar Neuigkeiten mitteilt. Hier unten findest du deine Registrations, also deine Teilnehmer, die eben angemeldet sind für Webinare oder eben auch in den Webinaren. Und hier unten nochmal mit den Subscriptions das Gleiche. Hier siehst du das auch genau. Dann gucken wir noch einmal, was wir hier in der Seitenleiste haben. Die Seitenleiste, das ist klar das Webinar Ninja Zeichen. Dann haben wir hier das Dashboard. Wir befinden uns auf dem Dashboard. Dann noch einmal My Webinars. Das ist sozusagen die Shortcut hier, die Statistik. Das hier ist ganz interessant. Das ist die Media Library. Da kannst du vorab zum Beispiel Videos, Folien, was auch immer du zeigen möchtest, Bilder und so weiter ablegen. Die sind dann schon in deiner Media Library und können direkt aus dieser abgerufen werden. Dann haben wir hier Integrations, das sind die Integrationen zum Beispiel mit Drittanbietern, dann zum Beispiel Integrationen, die du mit E-Mail-Anbietern, also Listbuilding und so weiter betreibst, da zum Beispiel die typischen Aweber und Mailchimp und so weiter, kannst du hier alles mit integrieren und kannst die dann direkt mit deiner Software verknüpft nutzen. Dann haben wir hier deine Subscriber, das ist auch nochmal, was du eben schon auf der Hauptseite hier im Dashboard gesehen hast. Hier ist nochmal die Webinar Ninja Academy, da bekommst du auch Tutorials, wie das Wort schon sagt, Academy gibt es meistens Tutorials. Den Support kannst du erreichen und hier ganz unten hast du noch die Account Settings. Da geht es dann darum, dein Profil anzulegen, welche Lizenzierung du gewählt hast und so weiter. Diese Basics, die findest du unter Account Settings. Wir wollen uns jetzt aber die Webinar-Software genau anschauen und gehen einfach mal auf Create a New Webinar. Und da siehst du jetzt auch gleich den Unterschied zu der normalen Online-Meeting-Software beziehungsweise den Unterschied zu einer, ja, in Anführungsstrichen normalen Webinar-Software. Diese Software ist dafür ausgelegt, auch zum Beispiel Produktfunnels, Launches, Online-Marketing hier mit abzudecken und das sieht man schon direkt am Startbildschirm hier, also da wird dir nämlich angeboten, dass du zwischen 4 verschiedenen Webinar-Typen wählen sollst. Wir haben jetzt hier defaultmäßig immer das Live-Webinar, das ist das bekannte Webinar, sprich du bist anwesend, deine Teilnehmer auch,
Das Webinar findet statt, also zeitgleich, ortsunabhängig, aber nicht zeitunabhängig. Und danach verlassen alle wieder den Raum. Es gibt dazu dann eben auch noch das automatisierte Webinar. Das sind zum Beispiel Webinare, die du schon gehalten hast, sogenannte Evergreens, die du aber nachher dann immer noch anbietest, weil das Thema sehr interessant ist. Und die Teilnehmer können sich dann irgendwann anmelden und bekommen dann diese Auswahl, diese Zeitauswahl, wann möchtest du das Webinar schauen. Und es wird dir aber quasi dann als Teilnehmer suggeriert, als wäre es das Live-Webinar, ist es aber nicht. Es ist eine automatisierte vom Band Webinar-Aufzeichnung. Sehr interessant auch, dass die Möglichkeit hier eine Webinar-Serie auszuwählen. Wenn du zum Beispiel zu einem bestimmten Thema eine Serie anlegst, du könntest ja, bau dein Online-Business auf und dann hast du die verschiedenen Steps und jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr hältst du dein Webinar. Da macht es dann Sinn, gleich eine Serie anzulegen. Dann brauchst du nicht für jedes Webinar alles wieder extra und deine Teilnehmer können sich auch gleich für die Serie anmelden. Das spart Zeit, ist praktisch und ist auch sehr schön durchorganisiert. Und last but not least haben wir das Hybrid-Webinar. Hybrid-Webinare sind eine Mischung aus automatisierten und Live-Webinar. Das heißt zum Beispiel, deine Präsentation kommt vom Band. Also du hast es alles vorher aufgenommen und zeigst dann dieses Video, bist aber selber anwesend und beantwortest zum Beispiel Fragen. In der Frage-Antwort-Runde bist du dann anwesend oder du bist natürlich die ganze Zeit anwesend, aber bist du dann auch verfügbar. Und so ist es dann ein Mix aus beiden. Das Ganze kannst du natürlich nicht komplett automatisiert laufen lassen, aber du kannst zum Beispiel kritische Teile, wenn du jetzt sagst, oh, die Präsentation, die möchte ich in einem durch, da will ich nicht gestört werden und ich habe jetzt keinen Moderator und so weiter, dann zeichnest du die auf, dann läuft die in Anführungsstrichen durch und danach gibt es dann Frage-Antwort-Teile. Und du bist für deine Teilnehmer da und kannst mit denen interagieren. Und die merken meist gar nicht, dass das ein Hybrid-Webinar ist. Das wird den Teilnehmern nicht angekündigt. Okay, jetzt gucken wir mal. Hier ist es kurz und schmerzlos, ein Webinar anzulegen. Wir geben einen Titel ein. Ach, hier habe ich schon welche immer mal wieder ausprobiert. Wir nehmen jetzt einmal, warum du Webinare nutzen solltest. Als Titel und du siehst, also mit dem Titel ist eigentlich schon alles getan. Host steht fest. Host ist derjenige, dem die Lizenz gehört hier. In diesem Fall ist es mein Account, also stehe ich da schon. Jetzt hast du die Möglichkeit, einen Co-Host dazu zu holen, beziehungsweise direkt schon mit anzulegen. Das ist sehr praktisch. Das zeige ich dir auch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Du gibst hier den Co-Host-Namen ein und die E-Mail-Adresse und schon bekommt dein Co-Host genau diese E-Mail und weiß, worum es geht und wo er oder sie quasi als Co-Moderator dann fungieren kann. Du kannst da beliebig viele Leute irgendwie einladen, aber du kannst es eben schon im Vorfeld anlegen. Und die Leute können dann auch direkt, also dein Co-Host kann dann auch direkt das Ganze im eigenen Kalender schon markieren. Es ist also sehr, sehr komfortabel. Okay, dann geben wir hier noch die Zeit ein. Das Webinar findet am 11. statt. Von 10 bis 11, das lasse ich einfach mal. Hier kannst du natürlich die Zeit verändern. Du kannst es auch länger oder kürzer, wie auch immer, wie lang dein Webinar ist. Klassische Webinare, so ungefähr eine Stunde. Ich lasse das einfach mal eingestellt. Und jetzt, auch im Gegensatz zu vieler anderer Software, hast du die Möglichkeit, das Ganze entweder als Free-Event oder als Paid-Event anzubieten. Das heißt, Free ist so das Normale. Wenn du jetzt aber eine Online-Schulung hast oder du hast wirklich ein Online-Seminar, ein Online-Training mit speziellem Wissen, was du sonst ja auch nicht kostenlos herausgeben würdest, sondern vielleicht in einer Präsenzveranstaltung, bei der die Teilnehmer auch Geld zahlen müssten, kannst du das Webinar auch als Paid-Webinar angeben und dann zahlen deine Teilnehmer ganz normal wie für ein Online-Training und nehmen an dem Webinar teil. Kannst du also hier aussuchen. Wir lassen es jetzt auf Free, also ein ganz normales Webinar, wie du es wahrscheinlich auch kennst, und gehen auf Create Webinar. Hier bekommt man immer eine kleine Motivation. Amazing, wow, awesome, was auch immer. Dein Webinar ist jetzt angelegt und wir gehen jetzt auch direkt zu deinem Webinar, also in diesem Fall zu meinem Webinar, weil ich dir zeigen möchte, was du jetzt noch einstellen kannst, was du machen kannst und ja, was es noch für Funktionen gibt. Hier siehst du die angelegten Webinare.
Und eben auch die Option Enter Studio machen wir auch, aber zunächst erstmal zu den Optionen. Da möchte ich dir zeigen, was du noch alles einstellen kannst. Du kannst nochmal das Webinar bearbeiten, klar, dein Co-Host auch, die Webinar-Settings. Interessant wird es jetzt mit der Registration-Page und der Thank-You-Page. Beides sind diese Seiten, die du vielleicht kennst. Die eine ist diese Registrierseite, ist die, die quasi als Landingpage am Anfang zu sehen ist für deine potenziellen Kunden, für deine Teilnehmerinnen. Da steht einfach das Webinar und wann es stattfindet mit einem Countdown und man muss sich halt registrieren, also die Registrierseite. Wenn du dich registriert hast, kommt danach als Follow-up quasi die Danke-Seite. Kennst du vielleicht auch, ist oftmals mit einem Video, vielen Dank, das Webinar findet dann und dann statt, mit dem und dem, so und so, das Thema ist das und das, wir werden das so und so planen und so weiter, kennst du wahrscheinlich. Die beiden Seiten möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Die kannst du nämlich direkt hier in deinem Webinar Ninja anlegen und natürlich auch bearbeiten. Wir gehen mal auf die Registrierung zuerst. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis er das... Da ist es schon. Okay. Und hier haben wir gleich von Anfang an eingestellt das minimalistische Design. Kannst du aber alles ändern, zeige ich dir gleich. Ich gehe jetzt einfach mal direkt hier auf Farbe ändern. So siehst du schon, du kannst auch natürlich das Bild ändern. Du kannst die Farbe auch ganz rausnehmen. Kannst das anpassen an dein eigenes Design. Kannst hier auch, muss man auch nochmal drauf gehen, auch natürlich die Schriften und alles ändern. Und hier unten hast du, das ist jetzt wirklich sehr minimalistisch, hast du den Countdown. Auch hier kannst du den Button natürlich ändern, deinen Farben anpassen und kannst auch die Teile rausnehmen. Wenn du jetzt sagst, nein, ich möchte hier keinen Countdown und so weiter, dann wird das rausgenommen. Und hier unten ist auch nochmal die Social Media Bar. Also du passt alles an, wie du es haben möchtest. Ich zeige dir jetzt nochmal kurz, was du noch für Möglichkeiten hast. Es sind noch ein paar andere defaultmäßige Templates angelegt. Hier siehst du schon, das sieht auch ganz anders aus. Hier hast du zum Beispiel noch die Möglichkeit, mehr Details zu einem Webinar hinzuschreiben. Das gleiche auf dieser Seite und hier ist die eben genannte, schon genannte Videoseite. Die rufe ich jetzt nochmal auf, um dir zu zeigen, wie das dann aussieht. Hier wäre jetzt das Video, musst du natürlich dein Video hinterlegen. Kannst aber auch hier wieder alles anpassen, auch die Farben auf der Seite, das Bild und so weiter. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ja mein Design eigentlich, meine Farben und so weiter, dann legst du das einmal an und speicherst das als dein eigenes Template. Dann brauchst du das nicht immer wieder, dann wechselst du zum Beispiel hier nur das Video oder den Text, je nachdem, für welches Template du dich entscheidest. Und dann kannst du das immer wieder verwenden, musst aber nicht jedes Mal wieder deine Farben anpassen, dein Logo einfügen und so weiter. Genau, da gehen wir jetzt mal raus. Nein, ich möchte das jetzt nicht speichern. Ich habe ja jetzt auch nichts groß verändert. Und dann gucken wir nochmal. Das Ganze ist natürlich genauso auch bei der Dankesseite. Gucken wir mal eben hier. Thank you Page. Auch da hast du allerdings in dem Fall nur zwei Templates, die bisher angelegt sind. Und zwar, wenn es denn jetzt mal auftaucht, das Minimalistische wieder. Da siehst du schon, sieht ähnlich aus wie das, was wir gerade gesehen haben. Ist halt nur die Danke-Seite hier, thanks for signing up. Und hast hier aber auch nochmal die Möglichkeit, ein Template mit Video auszuwählen. Ich würde dir dazu raten, immer, wenn es irgend geht, die Seite, die Videoseite zu nutzen. Select machen wir noch einmal, weil es einfach persönlicher ist. Da kommt nochmal eine Ansprache für dich als Teilnehmer, also wenn du dich angemeldet hast und du siehst danach ein Video, wo dir derjenige nochmal sagt, vielen Dank und irgendwie, es ist persönlicher. Ja, auch hier ist wieder alles anpassbar, wie ich es eben schon gezeigt habe. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht noch einmal. Aber du siehst, du kannst das alles hier eben schon anfertigen und hast das alles an einem Ort, nämlich in dieser Webinar-Software. Das ist sehr, sehr praktisch. Okay. Jetzt möchte ich mit dir allerdings auch nochmal in den Webinarraum gehen und dir zeigen, was du auch da schon ja, für Möglichkeiten hast, was du anlegen kannst, was du vorbereiten kannst oder wie du dich überhaupt damit dem Raum schon mal vertraut machen kannst. So, um jetzt in den Raum zu gehen, gehen wir auf Enter Studio, dann kommen wir direkt in das Webinar und du bekommst auch hier wieder diesen Vorab-Bildschirm, den du schon aus der anderen Webinar-Software, die ich hier in verschiedenen Videos gezeigt habe, kennst. Zum Beispiel aus Jitsi oder aus, was haben wir denn noch, Webex. Alle haben sie diese Startseite hier.
in der du erstmal deine Settings, deine Einstellungen nochmal überprüfen kannst. Hier siehst du es auch schon. Möchte ich mit diesem Ausschnitt arbeiten? Ist das das Richtige oder nicht? Kannst du hier jetzt frei wählen. Und du kannst hier nochmal deine Speaker testen, dein Mikrofon auswählen. Bei mir ist wieder ausgestellt, weil ich das Mikrofon jetzt schon nutze und nicht, also eine Rückkopplung hier haben möchte. Wenn du das Webinar hältst, schaltest du natürlich dein Mikrofon an. Und hier wählst du die Kamera aus. Wir gehen jetzt mal in das Webinar und zack, da ist es schon. Genau. Du siehst hier, der Chat taucht immer gleich auf. Den Chat kann man ausschalten. Wir schalten ihn jetzt mal aus. Wir brauchen hier keinen Chat. Und schieben ihn zur Seite. Und jetzt hast du die freie Fläche hier ganz komplett nutzbar für dein Webinar. Es ist auch hier wieder sehr einfach angelegt. Also du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Du kannst auch nicht nichts finden. Es ist einfach alles in dieser Leiste vorhanden. Sehr übersichtlich und es steht auch immer direkt dran, was passiert. Hier kannst du einmal deinen Bildschirm teilen. Hier kannst du deine Slides, also deine Präsentation, die du hochgeladen hast, kannst du hier direkt teilen. Hier kannst du Videos teilen. Und hier hast du noch die Möglichkeit, dein Layout dieses Bildschirms zu verändern. Das ist praktisch. Zeig einmal da drauf. Im Moment ist alles ausgegraut, weil wir nur dieses eine Fenster haben. Ich möchte das aber gleich einmal umschalten, damit du sehen kannst, wie das Ganze ungefähr aussieht. Klar ist schon zu erkennen, aber es sieht immer noch mal ein bisschen anders aus, wenn man das mit echten Bildern sieht. Genau. Und hier unten hast du noch mal deine Einstellungen. Kannst also noch mal in die Einstellungen gehen und Sachen verändern, sofern das denn notwendig ist. Okay. Wir öffnen jetzt einmal. Hier siehst du auch wieder Bildschirm teilen, den gesamten Bildschirm, das Anwendungsfenster oder Chrome Tab. Ich benutze jetzt einfach mal, geht am schnellsten, den Chrome Tab. Habe hier einmal Google geöffnet und teile das. Du siehst jetzt ja meine Ansicht, das heißt, ich habe jetzt Google offen, also sprich, ich als Moderator zeige dir, Teilnehmer, jetzt Google. Ich gehe jetzt aber noch einmal wieder zurück zu meinem anderen Tab und da unten siehst du auch, dass Google noch da ist in dieser Ansicht. Und jetzt ändern wir mal die Ansicht so. Jetzt siehst du, ich kann beide Fenster nebeneinander setzen. Ich kann die Fenster auch übereinander setzen. Das ist ein bisschen komisch, dass sofort das Bild groß ist und nicht wieder die Präsentation bzw. die Seite. Interessanterweise klickt man jetzt einmal hier drauf. Jetzt ist es groß und ich klicke nochmal drauf, dann ist es gewechselt. Also das ist nicht ganz intuitiv, ist ein bisschen seltsam. Funktioniert aber wunderbar, so kannst du einfach sozusagen die beiden Fenster wechseln. Und es macht ja meist mehr Sinn, das Bild klein zu haben und oben das, was ich zeigen möchte, groß anzuzeigen. Gehen wir nochmal in Layout, das gleiche gilt auch hier für die Seite. Kannst du dann, gucken wir mal, seitlich, ich glaube, das sind so die bekannten, wir teilen nochmal so auf, jetzt ist es verschoben. Genau, so kannst du das Layout wechseln und kannst das genau an das anpassen, was du gerne hättest. Und so sehen es dann eben auch deine Teilnehmer. Okay, dann zeige ich dir noch, was denn passiert, wenn du hier ein bisschen scrollst. Wir machen mal das Layout-Fenster weg, so. Hier unten hast du jetzt die Möglichkeit, Fragen und Antworten direkt in diesem Feld zu beantworten. Beziehungsweise deine Teilnehmer können die Fragen hier stellen, dann sind die nicht in dem Chat. Geh nicht verloren in dieser ganzen Geschichte, wenn viel geschattet wird, dann ist es nämlich ganz schön anstrengend rauszufinden, welches die Fragen sind. Also Fragen können hier gestellt werden und können dann hier auch übersichtlich quasi wahrgenommen werden, auch von dir. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, hier jetzt vorher, siehst du auch schon Create Poll, Umfragen anzulegen. Die kannst du hier schon vorher anlegen und die können dann während des Webinars beantwortet werden. Also du verweist dann auf die Umfragen, öffnest die Umfragen und dann kann man im Webinar die Umfragen beantworten. Und auch hier wieder der Marketingzweck sozusagen. Hier kannst du deine Produkte, deine Offers, also deine Angebote schon anlegen. Also sei es zum Beispiel ein PDF, was nachher runtergeladen werden soll, oder du hast vielleicht einen digitalen Kurs, also sprich, du hast einen Online-Kurs, für den sich die Teilnehmer anmelden sollen und so weiter. Das kannst du alles hier anlegen und dann können die Teilnehmer direkt mit dem Call to Action sich darum kümmern und zum Beispiel deinen Kurs buchen. Ja, das ist eben nochmal gesondert angezeigt. Auch das kann man ausschalten. Hier siehst du eben auch nochmal, wie viel geschrieben wurde, wie viele Teilnehmer da sind. Haben wir jetzt alles nicht, aber das würde theoretisch angezeigt werden. Okay, dann stoppe ich jetzt mal
so die Übertragung meines Chrome-Tabs. Da bin ich wieder komplett im Bild. Und ja, ich denke, ich habe dir alle Funktionen gezeigt. So, hier ist jetzt auch alles. Und die Seitenleiste hast du gesehen. Es ist super übersichtlich, es ist ganz einfach zu nutzen, bis auf dieses Wechseln im Layout, was nicht intuitiv ist, ist ja alles soweit eigentlich selbsterklärend. Und wenn du das Webinar verlassen möchtest, dann klickst du einfach hier oben auf den Fluchtbutton. Nein, dann klickst du auf dieses Türfensterchen quasi. Okay, das werden wir jetzt auch machen. Ich schalte mal zurück. Ich hoffe, du konntest mit dem Überblick einen ersten Eindruck gewinnen, was Webinar Ninja so kann und wie das Ganze aussieht. Und ja, schreib mir doch in die Kommentare, ob du das zukünftig nutzen möchtest, vielleicht mal ausprobieren wirst. Und jetzt siehst du, wenn man das Webinar verlassen hat, kommt man zurück zum Dashboard und jetzt schalten wir auch hier wieder raus. So, das war Webinar Ninja. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben, was die Software alles kann, wie sie aufgebaut ist, wie einfach das Ganze zu benutzen ist und vor allem, wie einfach du deine ganzen Formulare innerhalb dieser Software aufbereiten kannst. Zubereiten hätte ich beinahe gesagt. Nein, aufbereiten kannst, beziehungsweise fertigstellen kannst und zur Verfügung stellen kannst. Hinterlass mir doch in den Kommentaren, ob du schon irgendeine Webinar-Software für Marketingzwecke genutzt hast oder wie du Webinar Ninja findest, ob du das ausprobieren wirst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.